Das Wandern ist des Müllers Lust, des Müllers Lust. Ganz schön viele Burgen hier. Oh Mann, hoffentlich gibt's hier keine Raubritter. Boah, was will der denn jetzt? Buh! Boah, verdammt. Nur ein Traum. Boah, Hilfe, was ist denn hier los? Buh! Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe mal, dieser schräge Traum ist kein schlechtes Vorzeichen. Heute will ich mir nämlich eine Raubritterburg angucken. Die Burg Berwartstein. Die liegt ganz im Süden von Rheinland-Pfalz, gut versteckt inmitten bewaldeter Hügel. Auf der Burg lebte früher der grausame Raubritter Hans Trapp. Hoffentlich ist es nicht der Typ aus meinem Albtraum. I don't like my job. Was für ein Riesenfelsen. Da oben drauf steht die Burg. Und da oben bin ich mit Julian verabredet. Julian? Der weiß alles über Hans Trapp und seine Burg. Aber wie komme ich jetzt darauf? Eine Eidechse müsste man sein. Die ist bestimmt blitzschnell da oben. Oder wie ich sagen würde, echsenschnell. Julian! Du musst einmal außen rumlaufen! Hä? Ich dachte, ich wäre gerade einmal außen rumgelaufen. Und jetzt? Ja, noch weiter! Hier war ich doch eben schon mal. Julian! Graf Els meinte ja schon, in Burgen soll man nicht so leicht reinkommen. Aber das hier ist schon ein bisschen übertrieben, oder? Julian! Ich bin das! Wie komme ich da hoch? Ich komme runter. Alles klar. Wird auch Zeit. Jetzt kann's losgehen. Gib mal Hackengas. Hey! Hey, John! Na? Sag mal, wie kommt man da hoch? Naja, heute gibt's eigentlich einen anderen Eingang, aber früher? Dadurch. Hinter mir. Echt? Die Höhle da? Ja, ja, klar. Wahnsinn! Warum haben die das gemacht? Ja, ganz ehrlich, stell dir mal vor, du bist ein Raubritter. Du hast ganz schön viele Feinde. Willst du, dass jeder einfach so in ein Haus rein kann? Die müssen hier reinklettern und von oben können die ja... Ja, selbst wenn die da reinklettern, ganz ehrlich, stehe ich da oben, schmeiß den Stein auf den Kopf. Hm. Heiß Wasser, Abfälle und im allerschlimmsten Fall kommt der Nachttopf noch drüber. Echt? Wer die Burg also einnehmen wollte, musste durch den steilen Tunnel. Und zwar Mann für Mann. In Rüstung und mit Schwert war das fast unmöglich. Und Hans Trapp und seine Leute konnten den Eingang von oben mit allen Mitteln ganz einfach verteidigen. Gehen wir mal rein, oder? Oder nehmen wir doch den anderen vielleicht, ne? Ich glaube, wir laufen lieber Treppen. Okay, dann nehmen wir den neuen Eingang. Dass Feinde schwer reinkommen, ist schon mal gut. Aber was, wenn sie die Burg belagern? Irgendwann geht einem doch das Wasser aus. Hans Trapp hatte auch da gut vorgesorgt. Hallo! Echo! Ganz schön tiefer Brunnen. Komm, ich zeig dir mal, wie du es ein bisschen besser merkst. Mhm. Kommt nix. Was? Das dauert ja ewig. Ja, 104 Meter. 104 Meter? 104 Meter, so lang wie ein Fußballfeld ist. Wie lange hat denn das gedauert, bis man einen 100 Meter tiefen Schacht damals so in den Fels getrieben hat? Ja, mindestens mehrere Jahrzehnte, weil die hatten damals keinen Presslufthammer. Mhm. Alles, was die hatten, kleiner Hammer, kleiner Meißel und Muckis. Muckis, genau. Und dann Korn für Korn durch den Fels. Echt, also Jahrzehnte, hier hat irgendwer gehockt und immer weiter... Bis irgendwann das Wasser rauskam. Unglaublich. Krass. Ich will auch mal, ja? Natürlich. Mega krass. Ah, warte mal. Mhm. Erinnerst du dich noch an den alten Eingang? Ja. Da bist du früher rausgekommen. Echt? Hier kann man raus? So abgefahren. Wenn Hans Trapp Besuch haben wollte, hat man hier ein Seil runtergelassen. Und die Gäste konnten dann von unten durch den Tunnel hochklettern. Das Loch wurde übrigens erst vor kurzem entdeckt. Hey, den haben wir erst vor 2 Jahren entdeckt. Vor 2 Jahren erst? Vor 2 Jahren erst. Und Julian war dabei. Also du warst hier am Schuften quasi und auf einmal... bricht die Wand ein und einen neuen Tunnel freigelegt. So eine Burg ist voller Geheimnisse. Guck mal, siehst du auf dem Boden die Rillen hier? Ja. Da standen früher mal die Katapulte drin. Da vorne dran die Bogenschützen. Allesamt darunter an das Tal gefeuert. Unten im Tal haben die jetzigen Burgherren diese Original-Katapultsteine gefunden. Oh, nee. Ja, okay, warte. Und die sind verdammt schwer.
Irgendwie haben sie die hier hoch auf die Burg geschafft, erzählt Julian. Für die dicken Dinger wären selbst solche Katapulte viel zu klein gewesen. Die Katapulte von Hans Trapp waren um einiges größer. Dreimal so groß, mindestens. Boah, Wahnsinn, ey. Also hier standen Katapulte. Genau. Davor noch Bogenschützen. Genau. Und auf dem Turm da hinten hatte man auch Katapulte und Bogenschützen. Siehst du den Turm, der aus dem Wald rausguckt? Da vorne. Genau. Ich sehe nur Bäume. Ich sehe echt nur Bäume. Habt ihr es gesehen? Ah, ganz oben links, da. Genau das. Und vor allem der Eingang. Mhm. Für den Turm da hinten. Der ist gerade unter dir. Echt? Also wieder ein Tunnel, der da ganz rüber geht? Oder? Genau. Die haben hier in der Burg angefangen, unter dem Fels, und haben einen Tunnel unter dem kompletten Schlachtfeld durchgezogen. Bis da hoch. Boah. Für euch bin ich den Weg mal zu Fuß abgegangen. Ist nur ein knapper Kilometer, aber weil es bergauf geht, braucht man schon eine Weile. Im Tunnel unter der Erde ging es zwar nicht unbedingt schneller, aber dafür unentdeckt von Feinden. Und die Männer von Hans Trapp konnten ihre Gegner so überraschen und von zwei Seiten in die Zange nehmen. Und ratet mal, was ich jetzt mache. Ist doch klar, jetzt schaue ich mir so einen Tunnel mal an. Sag mal, wo führt der hin? Ja, wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir in einen von den Türmen, die um die Burg rum gebaut wurden. Aber nicht nach Kleinfrankreich. Nein. Der Tunnel wäre ein bisschen länger. Okay, kaum Luft, ne? Mit den Fackeln. Die Tunnel waren insgesamt mindestens einen Kilometer lang. So ganz genau weiß man das heute nicht mehr. Und sie waren auch die einzigen Zugänge zu den fünf Wachtürmen. Die hatten nämlich nicht mal Türen und waren nur unterirdisch durch die Tunnel zu erreichen. Dementsprechend vier Tunnel. Hast du schon mal irgendwas entdeckt hier? Ein Schatz? Allerhöchstens Spinnen, direkt vor meinem Gesicht. Und dann ist was ganz Schräges passiert. Julian ist auf einmal verschwunden, meine Fackel fast runtergebrannt. Und ich wollte mir doch als nächstes die Kasematten anschauen. Sehr witzig, Julian. Mega witzig. Lange nicht so gelacht. Danke. Wo sind wir hier? Hey, wir sind jetzt gerade in Kasematten. Kasematten? Kasematte. Hier haben früher unsere Soldaten geschlafen. Das ganze Ding hier ist ein Schlafzimmer. Und worauf haben die dann geschlafen? Stroh auf dem Boden, paar Felle drüber und das war's. Mega heftig. Und das Krasseste? Das ist krass. Alles wieder nur mit Hammer und Meißel und purer Muskelkraft aus dem Stein gehauen. Julian, komm schon. Julian? Glaubst du, darauf falle ich nochmal rein? Du Scheiße. Oh, das darf ich nicht. Ich habe jetzt keinen Schiss oder so, aber wisst ihr was? Ich hau jetzt einfach ab. Julian habe ich nicht wiedergefunden, aber dafür jemand anderen. Ganz schräge Geschichte. Sorry wegen heute Morgen. Ich wollte dich nicht erschrecken. Okay. Meine Urlaube, ey. Deine Burg? Jo. Krass. Was für ein Tag. Ab morgen mache ich aber echt mal ruhig. Schön, ne? Danke. Ich hab schon abgebissen. Mund auf, Ohren zu. Also ich versuch's zumindest. Schön. Ja.